Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und wenn ihr das Video seht, dann ist das hoffentlich am 22.02.2022. Jawohl, und übrigens, heute ist Dienstag. Das heißt, Dienstag ist ja logischerweise der zweite Tag der Woche. Also auch heute dreht sich wirklich alles um die Zahl 2. Und heute werde ich in dem Video auch wieder irgendetwas mit der Zahl oder der Anzahl 2 machen. Und nein, ich werde mir nicht wieder zwei Pferde kaufen wie am 2.02.2022. Da habe ich mir ja zwei Jorvik'sche Urpferde gekauft. Heute werde ich mal keine Pferde kaufen, sondern ich werde heute zwei Championate reiten. Das erste Championat, das wird das Jorvik-Stall-Champi sein. Ich stehe ja gar nicht mal so weit davon entfernt. In 10 Minuten oder knapp 10 Minuten geht es auch schon los. Was es für ein zweites Championat wird, das weiß ich tatsächlich noch nicht so wirklich. Aber ja, lasst euch überraschen. Jetzt reiten wir erstmal das Jorvik-Stall-Championat. Also viel Spaß. So, los geht's. Ja, wie ihr sicherlich gerade eben schon gesehen habt, ich sitze hier auf meinem wunderschönen sandfarbenen Fjordpferd, auf meinem Caramel Dream. Mal gucken, was Caramel Dream so drauf hat. Also vom Reitgefühl her sind die Fjordis ja wirklich echt top. Also ich persönlich reite die wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag die echt. Und ja, mal gucken, was meine kleine Flauschkugel so alles drauf hat. Ich bin Platz 1. Irgendwas haut doch da nicht hin. Ah, ich werde eh gleich von irgendwelchen Araber-Pintos überholt. Das ist ja eigentlich schon immer so gewesen. Ja, jetzt muss ich gucken. Pferde. So. Oh, ich komme sogar ganz gut durch, oder? Ja, sieht gut aus, ja. Ha, seht ihr, von Platz 1 gleich auf Platz 4 gerutscht. Von jetzt auf gleich. Das ist doch nicht möglich. Hä, jetzt wieder auf Platz 2. Okay, ich bin verwirrt. Na gut. Mal gucken, wie lange ich das halten kann. Das Jorvik-Stall-Champi ist tatsächlich schon ein bisschen knifflig. Vor allem dann ganz am Ende, ne? Also kurz vor Ende. Wenn es dann durch Jarlaheim geht. Das ist immer sehr... ja, sehr knifflig halt, ne? Aber bis jetzt halte ich mich echt gut. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich gucke immer auf die blöde Leiste hier links an der Seite. Aber das darf ich nicht, weil das lenkt mich zu sehr ab. Oh, das war gut. Oh, die Kurve habe ich tatsächlich ganz gut hinbekommen. Oh, ist da gerade jemand stehen geblieben einfach so? Oha, okay, das ist echt, das war echt nicht schön. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Und nein, ich werde nicht über diese Mauer springen. Wenn ich hängen bleibe, dann war es das für mich. So habe ich wenigstens immer noch die Chance. Ja. So, nicht stehen bleiben hier auf der Treppe. Bitte nicht stehen bleiben. Es wäre grausam. Oh mein Gott, Leute. Ich bin immer noch auf Platz 1. Ich denke mal nicht, dass ich Platz 1 bis zum Schluss halten kann. Aber bis jetzt sieht es echt richtig gut aus. Oh mein Gott. Leute. Wird es Platz 1? Wird es Platz 1? Am 2.2. wäre natürlich Platz 2 mega cool, ne? Aber ich glaube nicht, dass es... Und? Oh mein Gott, es ist Platz 1 geworden. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte in diesem Champion schon so lange keine Goldmedaille. Okay, das war echt gut. Ja, ich würde sagen, wieder mal mehr Glück als Verstand. Obwohl, ich bin schon echt gut durchgekommen, müsste ich sagen. Bin ich überhaupt einmal irgendwo hängen geblieben? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. Ja, ich. Dann noch Sophia Peace Watcher und Sienna Leopard Sister. Herzlichen Glückwunsch. Es haben noch mitgemacht Julia Armshield, Hilda Oldstone, Laqueta Fishbook, Charlie Blueberry Daughter, Song Silverbell. Auch krass als Vorname Song, ne? Habe ich auch vorher noch nie gesehen. Sophia Craning? Oh Gott, Katharina Sea River, Dakota Wind Dragon, Tony Ice Storm, Rusty Blue Lord, Chiara oder Chiara, Rockwolf, Lady Dogpaw, Delfina Moose Strong, Charlotte Candlecast und Candlecat, sorry, und Anne oder Anne Potato Valley. Okay, krass, die Gruppe war fast voll. Es waren 18 Leute in Gruppe 1. Ich habe trotzdem die Goldmedaille bekommen. Ich bin wirklich positiv überrascht. Also jetzt wirklich ohne Mist, ne? Also das hätte ich jetzt wirklich nicht von mir gedacht. Ja gut, Leute, das war Champi Nummer 1. Weiter geht's mit Champi Nummer 2.
Tada, das zweite Championat ist das Pony-Champi. Ich sitze hier auf meinem braun-weißen Goatland-Pony aus der Star Stable Horses App. Ja, ich glaube nicht, dass es so gut laufen wird wie beim Jorvik-Stall, weil ich glaube nicht, ja, also zwei Medaillen hintereinander, das wäre schon cool, aber kommt bei mir eher selten vor. Aber die Goatland-Ponys lassen sich auch genauso gut reiten wie die Fjordpferde. Also, mein Geschmack, ne? Ist immer, ich gehe immer so von meinem Empfinden aus. Ich meine, kann ja sein, dass ihr die Goatland-Ponys oder die Fjordpferde überhaupt nicht gut findet, so was das Reitgefühl betrifft. Ich komme mit denen ganz gut klar. Mal schauen. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen Stuss zusammengeritten. Da hätte ich auch abkürzen können. Also ein bisschen mehr abkürzen. Und jetzt kommt meine Hassstelle. Diese blöden Bulldozer. Oh, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. Geht mir bloß alle aus dem Weg. Oh, sie sind mir wirklich aus dem Weg gegangen. Ah, nein. Ah, ich bin hängen geblieben. Nein. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Wird es die nächste Goldmedaille? Oh mein Gott. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Da ist jemand. Oder? Und? Nein, nein. Und? Oh mein Gott, Julia. Nein. Kurz vor Schluss hat sie mich noch überholt. Das kann nicht wahr sein. Ja, die Rache kam. Die Rache kam von Julia Armschild. Krass, okay. Das war echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger, an die liebe Julia, an ja, mich und an Kirsten McLake. Auch ein mega geiler Name. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann noch Lucy Hawktime, Johanna Silverston, Emily Purpleback, Lisa Strawberryshied, Kiara Rockwell, Lucy Frogwall, Song Silverbell, Natalia Sapphirehoof, Augustina Birchwave, Katharina Catgroove. So, die haben mitgemacht. Genau, und ja, das waren die zwei Championate. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und unterhalten. Ich weiß nicht, wollt ihr nochmal ganz kurz die Medaillen sehen? Kann ich euch ja nochmal ganz kurz zeigen, ne? Also, das, Moment. Also, das hier ist die vom Pony-Championat. Moment, aus dem Weg. Genau, die Pony-Schleife ist echt schön, ne? Halt Silber, zweiter Platz, mit einem Pony in der Mitte. Silberne Schleifchen, hier ein Stern und ja, sieht echt süß aus. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die Schleife vom Jorvik-Stall-Champi. Diese wunderschöne grüne, die grün-goldene, weil golden wegen erster Platz, ne? Ja, in Creme und Grün mit einem goldenen Hufeisen in der Mitte. Sieht man jetzt nicht so gut, weil die Mähne vom Goatland-Pony durchbackt, aber ja, mega cute auf jeden Fall. Genau, und ich hoffe, dass euch diese zwei Champis gefallen und unterhalten hat. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.